Sattler, moin moin und herzlich willkommen, liebe Eiswürfel und Edelnauten, zu einem neuen Together in 7 Days to Die mit der lieben Eisrose, Anni. Hallo, ihr Lieben. Und mir, dem Ede. Wir dürfen hier die Undead Savior Mod für 7 Days to Die vorher zeigen auf YouTube. Ja? Das Ganze läuft auch im Stream auf Twitch bei dem lieben Sombüra. Der ist bei mir im Kanal rechts verlinkt. Oder ich mach mal einen Link zu Twitch von ihm. Da könnt ihr das auch mal gucken, ja. Das ist eine neue Mod, die Ende des Monats rauskommt. Soll richtig, richtig hart sein und viele neue Zombies und Poys haben. Zum Beispiel hier einen neuen Trader. Ja. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an, würde ich sagen, oder? Genau, wir gehen einfach mal rein. Also wir hatten schon mal die Grundquest, hat er natürlich gemacht, weil wir uns natürlich auch treffen mussten. Uns hätte das interessiert ja keinen, wie wir hier zusammenfinden. Genau. Also ihr seht, das ist schon super, super, super schlecht gemacht für mich. Ich kann nichts abbauen. Das ist alles Trader hier. Richtig. Das ist so gemein. Ich möchte alles mitnehmen, funktioniert aber nicht. Aber was ich super cool finde, ist hier oben, wir haben hier in diesem, ich nenne ihn mal Megatrader, 1, 2, 3, 4, 5 Händler auf einmal. Ja, 1, 2, das ist schon krass. Die können auch alle unterschiedliche Aufgaben geben. Ich habe mal bei allen jetzt schon eine Quest angenommen. Ja, das ist, ich finde ehrlich gesagt, das ist schon ein bisschen viel, ne? Muss man sagen. Das ist schon Hammer, aber egal. Das ist diesmal meine Lieblingstraderin, die Jenny. Wenn du hier 2, 4, 5 Quests annimmst, ey, und die auf einmal alle abgeben kannst. Ja, ich kann sich ein bisschen mit pushen. Werden wir natürlich gucken, ob wir das hinkriegen. Genau, wir müssen jetzt halt erstmal gucken, ob wir irgendwo ein Haus finden, wo wir uns verschanzen können. Man sieht das hier schön, auch kein Original-Poi, ne? Und hier, wir haben mit Nitrogen eine Riesenkarte erstellt, mit Riesenstädten. Also es wird wieder sehr, sehr cool. Ihr seht ja schon hier den kleinen Ausschnitt. Also guckt mal, wie groß die Stadt ist. Die ist schon, ich habe ja nur so ein Stückchen aufgedeckt und die ist ja riesig. Ich kann ja mal zeigen hier, ich bin nämlich schon ein bisschen rumgeflogen. Das ist wirklich hier, da oben eine Riesenstadt, hier eine Riesenstadt, da unten eine Riesenstadt. Also ein Looter-Paradies. Genau, sehr, sehr gut. Einfach mal gucken gehen. Für mich zumindest. Ich weiß. Ihr seht, ich bin schon 10 überladen. Also ich habe schon auf dem Weg zum Trader natürlich alles eingesackt, was ging. Also wie soll es auch anders sein? Vorsicht, da kommt der Zombie im Frack. Das ist einer von den neuen Zombies. Es gibt übrigens auch neue Zombies hier drin. Hey, lange Arme. Ein Clown. Geil. Ah, guckt euch mal die Füße an. Guckt euch mal das Gesicht an. Voll der Psycho-Clown. Hilfe. Da sitzt einer rum. Fliegende Autos gibt's auch. Also sehr future-like. Da ist der eklig. Da gibt's noch ekligere, glaubst du mir. Ja, danke schön. Es ist schön, dass du mir das sagst. Es gibt übrigens auch in der Mod hier, gibt es auch Spinnen, die greifen aber auch die Zombies an. Das ist schon wieder so ein Clown. Und es gibt halt auch Reitmounts, also so richtige Pferde. Ich sollte vielleicht auch mal skillen, dann kann ich das nämlich zeigen. Skillsystem wurde hier in der Mod auch komplett überarbeitet. Es gibt unter anderem einen Walking Dead Modus für die Leute, die das möchten. Den kann man skillen. Den habe ich natürlich direkt geskillt. Genau. Den kann man hier so skillen, wenn man dann die Zombies am Kopf trifft. Mit einem Schlag sind sie instant tot. Ja? Hier noch Solar, Autominer. Hier hinten noch ganz viele verschiedene Prestige-Eigenschaftsbücher, die findet man halt. Und hier kann man ganz normal skillen, das kennen wir ja. Ich glaube, ich tue erstmal. Was ist los? Da ist der ekelig. So, wo ist nochmal der Packesel hier? Ich skill auch direkt Packesel. Machen wir das schon mal. Packesel habe ich noch nicht geskillt. Das ist ein normaler. Stärke 2, okay. Also ihr seht, ich habe wirklich schon Walking Dead geskillt. Deshalb fliegen die bei mir mit einem One-Hit dann schon zurück. Ja, das ist ja in Ordnung. Ich meine, ich brauche das. Ich bin sonst zu schlecht. Das geht nicht. Jetzt bildest du dir nur ein. Ide, das ist mein Loot. Meins. Ich bin da gar nicht dran. Meins. Es gibt auch eine Spinnenkönigin, aber die lassen wir besser in Ruhe erstmal. Das wird dauern, bis wir da dran kommen. Ich bin nämlich direkt schon safe. Ich habe schon Lockpickles. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe Honig gefunden. Ich bin 19 überladen. Denk dran, du musst hier noch rumlaufen. Wir müssen was zum Pennen finden für die Nacht. Ja, ich sortiere gleich Inventar aus. So ein bisschen zumindest. Ups. So, noch sehe ich hier nichts, aber das soll halt relativ schnell, relativ anziehen von der Schwierigkeit her. Also ist vielleicht auch was für Experten in 7 Days. Ja, wenn sie das Ganze dann auf Insane oder so stellen. Und wirklich riesige
Boys hier zum Looten. Wir können natürlich uns direkt ein bisschen anziehen, dazu alles zerlegen. Ja. Was ist das? Oh, guck mal, Cola. Was hier los ist. Du bist jetzt nicht Monsterflex Gym, aber ich glaube, da ist alles am Arsch. Ne? Das ist blöd. Die Wände haben auch nicht viel. Was hier auch noch ist, es sind immer extrem viele Zombies innerhalb der Gebäude, muss ich sagen. Ja. Da ist wirklich, da geht die Post ab. Da liegt schon wieder eine hier. Ich habe ein Oberteil für dich gefunden. Okay. Hier ist eine Hundehütte. Hundehütten sind immer schlecht. Ja, Hunde ganz, ganz sind schlecht. Nicht gut. Oh, ein Angelhaken, yeah. So. Yeah, Ede kann angeln gehen. Es gibt auch eine Angelhütte. Also nicht hier jetzt, aber es gibt generell eine. So, man sollte den Kopf vielleicht treffen. Man muss den Walking Dead Perk natürlich nicht skillen, ja. Man kann auch normal spielen. Aber ich bevorzuge das. Einfach bei diesen Horden, die nachher kommen, später. Und es gibt auch noch Special-Zombies und Boss-Zombies, die natürlich nicht mit einem Schlag vom Walking Dead tot sind, sondern die mehr aushalten. Richtig widerlich sind. Ja, das wird lustig werden. Das wird lustig werden. Ja, für dich, für mich nicht. Alter, für mich wird das anstrengend. Was ist das? Hühnchen, oh nein. Hühnchen des Todes, geh weg. So, wir nehmen direkt den Wolf mit. Wir müssen uns direkt jetzt mal so gucken, dass wir uns... Ich will wissen, was das für ein Bagger hier ist. Ey, ist noch ein Messer machen. Ein Riesenbagger. Ein Riesenbagger. Hallo. Ob der Baumeister ist. Wir müssen natürlich direkt genug Fleisch und Fleder und sowas kriegen, damit wir eine Schmiede später machen können. Die sind so viel überladen, aber das kennt er ja schon alles. Ja. Übrigens, die normalen Zombies kann man hier in der Mod auch wieder... LOL. LOL. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Nein, glaube ich dir auch nicht. Ja. Zweite Zombie, den ich loote, Erdbohrer-Rezept. Boah, nee, das ist nicht dein Ernst, doch, ne? Doch! Boah, Ede. Alter. Das nimmt hier Formen an. Ich werde schon wieder gemobbt, ihr Lieben. Ja. Das, können wir ja mehrere bauen dann. Sei doch froh. Andere suchen monatelang danach. Ja, ich weiß. So, ich erinnere nur an die Messbecher damals bei mir. Ja, ja, und ich habe direkt Messbecher gefunden. Ja. So, übrigens, der Kreativmodus hier oben ist noch an, weil wir leider auch ein paar Schweinkrambilder gefunden haben. Gott sei Dank haben wir sie noch in keinem Haus gefunden. Sollten wir die finden, dann cutten wir das raus, weil sowas kann man auf YouTube nicht zeigen. Ich weiß nicht, was die in der Mod zu suchen haben. Nee, will ich aber auch gar nicht. Ich will das auch gar nicht auf YouTube zeigen. Nee. Davon mal abgesehen. Eben. Da muss ich noch nachfragen bei dem Ersteller von der Mod, ob das so gewollt ist oder ob er das einfach nicht gesehen hat. Weil er hat das ja auch aus mehreren Modlets zusammengestellt, die so einzeln auch verfügbar sind. So, wir müssen. Ist ja auch erstmal eine Preview-Version hier, ne? Wie gesagt, am Ende des Monats soll das Ganze dann rauskommen. Bowlingball. Bowlingball. Es muss erstmal lesen, ich konnte es gar nicht lesen. Lest du, ich suche hier schon mal ein Haus, weil wir haben 11 Uhr. Hier hinten kommen ein paar kleinere Häuser. Ich gehe einfach erst schon mal looten. Alles, ja, und gleich so. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das könnte passieren. Ich hab nur keinen Bock, hier irgendwie auf eine Spinne oder so zu treffen. Was sind denn diese Bottle Caps? Bottle Cap? Was ist das? Habe ich noch nichts von gehört, nichts gesehen. Muss gucken. So. Gucken wir mal später. Moment mal. Ich renne dem Edemann hinterher. Ich farme in einem ein bisschen Holz und sowas zusammen. Mach das. Oh, schaut euch mal die Gebäude an. Ja, guck dir mal den Riesenbagger da an, ey. Da los, da sind alles Zombies, so langsam spawnen die dann. Ist sehr, sehr interessant. Also die Formen sind sehr, sehr interessant. Ja, das ist doch cool, das ist mal was anderes. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist super. Nicht immer alles gleich. Ich mag's. Ja. Da kommen sie schon. Ich musste gerade noch mal ganz kurz gucken, ob ich die Aufnahme überhaupt gestartet habe. Nicht, dass ich hier schon laber und die Aufnahme nicht gestartet habe. Okay. Voll, doch, ist aber dabei. Der Geschäftsmann. Rennen im Edemann weiter. Keine Birne mehr. Jo, da hinten ist schon wieder ein Hühnchen. Ja, töte es. Urgent Daycare. Ich mag kein Hühnchen, das rennt direkt weg. Mit dem Knüppel kommst du da nicht hinterher. Wie schön das hier aussieht. Also die Gebäude sind richtig, richtig schön. Es gibt übrigens auch, ich habe gestern in einem Testspiel, da läuft so ein Pferd, für alle, die das noch nicht kennen. Das ist so ein Pferd, auf dem kann man wirklich durch die Gegend reiten. Ja. Und das kann man auch zähmen mit einem Apfel. Das wird mein erstes Ziel werden. Bevor ich überhaupt ein Moped oder ein Fahrrad habe, will ich ein Pferd haben. Heck is it. Das geht. Das geht. Und es gibt auch noch jede Menge neue Waffen, habe ich gesehen. So, der hüpft da rum. Das hier könnte vielleicht was werden. So rein vom Base-Design her.
Das ist, ich will halt etwas, was nicht so groß ist, ne? Die Base. Der Edel sucht und wir looten Autos. Wir machen das schon. Ja. Das ist Aufgabenteilung. Oh, ja, genau. Und das könnte man relativ. Das ist ein Shotgun Messiah. Das ist gut. Shotgun Messiah ist immer gut. Na, da gehe ich jetzt rein. So. Ich würde sagen, das ist relativ flach. Das kann man innen drin alles zumachen mit Beton. Und dann das noch ein Pferd. Cool. Okay, pass können auf, wir das hier. Ist rundherum nämlich Beton. Dann machen wir das hier einfach zu unserer Base. Fertig. So, versuchen wir mal, den hier ein bisschen leer zu machen. Ich komme, ich eile. Oh, ganz ruhig. So, gucken wir mal. Aha, hier sind schon Klamotten. Ich habe auch Klamotten, finde ich. Aha. So, das kennen wir ja alles. Hier, looten. Geschockt. Was? Was ist los? Oh Mann! Aua! Was ist los? Gott! Was hast du gefunden? Die ist auf mich zugelaufen. Die hatte so ein Messer in der Hand. Die hat rote Haare. Was? Was nimmst du für Sachen? Ich nehme überhaupt keine Sachen. So hört sich das gerade an. Die ist mit dem Messer auf mich zugelaufen. Ja, ist die ja auch. So, Munition schon mal. Stream könnt ihr es ja alle sehen. Dürft natürlich gerne bei mir alle vorbeigucken. Ja, klar. Ist ja auch verlinkt. So, war bestimmt einer von den neuen Zombies, schätze ich mal. Ja. Die kam aber Kilometer weit angerannt auf mich vielleicht zu. Mag die dich, ich weiß es nicht. Nee, ich mag die aber nicht. Die soll da gerne bleiben, wo sie war. Ja, dann hau so um. Hab ich schon. Jo, hier noch was? So, wir gehen zu Ede. Genau, ich bin gerade hier unten drin. Also wir gehen tatsächlich nur. Toilette. Gott, hier gibt's überall Eingänge und Ausgänge. Da haben wir einiges zu tun, das hier festzumachen, also zu befestigen, aber das ist relativ gut hier, würde ich sagen. Das kann man schön neu machen, schön ordentlich machen. Warum sind denn hier schon wieder... Da steht was zu essen, das zu essen nehmen wir natürlich auch direkt mit. Eieiei. Also ich werde ja wieder kochen. Kannst du gerne. Oh, Tür zu, bin in Ruhe. Gott sei Dank muss man hier nicht kacken gehen und so ein Zeug, oder wird verstrahlt. Oh, das nee, nicht verstrahlt? Nein, das fand ich immer so nervig bei der anderen Mod. Bei der Exitus-Mod, die wir vorher gespielt haben. Ich muss sagen, das hat mich tierisch genervt. Ansonsten war die auch relativ in Ordnung. So, Body Mega Crush. Hier geht's nach oben. Also wir sind gleich beim Ede. Es dauert nur noch Stunden. Also, wenn ich die Autos durchgelootet habe. Ist da jemand am Looten? Alter, alles verdammt groß hier. Auf wie viele Minuten steht der Tag, Ede? Nuka-Quarz und Nuka-Quantum gibt's hier, okay. Ich glaube auf 90. Ich würde ihn aber gerne auf 60 runter machen, wenn dich das nicht stört. Damit es ein bisschen interessanter wird. Ja, damit wir noch weniger Zeit zum Bauen haben, ne? Ja, du weißt doch, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Wo ist das Problem? Ach, das ist ein richtiger Zombie. Aua! Weg. Eine Frau, ich brauche immer Zeit. Wir sind Level Aha. Egal. Ah, Eisenschaufel. Ich sehe schon. Was tut sie da? Ich höre eine Spinne. Das ist eine Spinne. Wir müssen gucken. Oh, renn doch schneller. Die können auch die Wände hochklettern, ne? Am besten hat sie direkt die Queen mitgebracht hier. Dann, Ich will das gar nicht wissen, was es ist. Ich renne einfach weiter, also so schnell wie ich kann. Ich bin überladen ohne Ende, aber ich muss auch noch gucken nebenbei. Nichts Neues, wie gesagt. Backesel nochmal, danke. Jawohl. Rest müssen wir gleich gucken. Hallo, Herr Zombie. Aber hier gibt es so viel zu looten. Ich kann das doch nicht einfach zurücklassen. Oh, hier ist ein neuer Zombie. Jetzt bin ich hier am Dach. Das ist aber blöd. Policeman Ralph. Ja, Ralf reicht's. Ja, sehr schöner Film übrigens. Der ist voll lustig, ne? Ja, der ist echt gut. Mag den. Der ist voll lustig. So, kann man schon eine Leiter bauen? Wahrscheinlich nicht. Doch, Holzleiter. Hier, Gott sei Dank. Ein Pferd! Ach, die ist wieder Stück. Ja. Ich habe direkt für dich rote Farbe gefunden. Das Pferdi! Hallo, Pferdi! Er ist echt so wunderhübsch. Ja. Oh, hier ist Glas. Das gefällt mir nicht so. Hoffentlich trifft mich das nicht. Das ist voll süß. Kommst du überhaupt hin? Muss mal gucken. Du kriegst aus den Bäumen, oder es gibt extra Bäume, kriegst du
Äpfel, mit denen kannst du das zähmen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Ich bin erstmal bei dir gerade. Ich muss mir erstmal, okay. Ich muss Kisten bauen, ich muss hier entleeren. Ich stelle jetzt erstmal hier. Ich stelle jetzt mal hier oben den Block auf, den lege ich dahin und dann mache ich mal gerade Holzblöcke. Wie viel kann ich machen? 19. Nehmen wir mal 5. Und dann stelle ich hochgegangen? In den Shotgun-Messer. Ja, da bin ich ja gerade. Da gibt es mehrere. Überall kommt sie hoch. Das müssen wir echt nur absichern. Wir hängen fest. 5, okay. Aber so, wo ist er hochgegangen? Wenn wir es können, würde ich vorschlagen, direkt die großen Kisten zu bauen. Mhm. Aber hier ist halt alles offen gerade. Die können aus allen Ecken kommen. Hier würde ich nicht unbedingt... Waren hier nicht trotzdem die großen Kisten sowieso drin? Waren die normalen Kisten sowieso größer? Ja, jetzt frag mich nicht, wie die heißen. Ich habe keine Ahnung. Als eine Ablage, das ist die normale. Ist da... Guck mal, ich bin hier, mich einfach hier hochgebaut. Ablage. Hier ist eine Leiter. Ach, die hier, genau. Aber da brauchst du Nägel für, die habe ich nicht. Da muss ich doch erstmal die kleine bauen. Ja, da bist du ja schon. Was heißt schon? Ich bin endlich mal da. Ich bin total überladen. Ich habe schon Stahlwerkzeugteile gefunden. Habe ich die jetzt tatsächlich mitgebracht? Das ist eine normale kleine Spinne oder? Ja, was weiß ich denn? Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nur gehört. Guck mal, da kommt sie, Ede. Ist das die Queen? Oh. Das ist eine riesengroße. Oh. Ach, da unten, die hat einen Namen über sich. Ja. Dann ist das die Königin, die würde ich erstmal in Ruhe lassen. Ja, schön. Wieso sagst du mir das nicht? Ja, also wer das sieht, da unten krabbeln, ne? Ich hab einen Pfeil. Die besser das, in Ruhe ist lassen. Ist das ein Schlafsack, was du da gebaut hast? Ja, das ist der Schlafsack. Der sieht ja so aus. Aber warum sieht man Wahnsinn, wie er glänzt. Keine Ahnung, ist egal. Ich hab was zum Anziehen für dich. Das wäre nett, danke. Ist auch rote Farbe in der Kiste, ne? Ja, ich überlege, ob ich diesmal nicht rot mich anziehe. Ah, okay. Ach, ein weißes Hemd. Wir brauchen erstmal Waffen. Die prügelt sich da mit Zombies. Das ist gut, ich muss mal eben mein Inventar leer machen. Achso, ich habe für das Feuer schon Sachen alles gefunden. Meines ist leer. Ah, hier bist du runter, ne? Oder? Ich habe mir da vorne einfach was runtergebaut. Da hinten ist eine Shotgun-Messiah-Kiste, nice. Das behalten auf jeden Fall. Da will ich hin. Mal gucken, was drin ist. Okay. Ich muss mir auf. Das kann man trinken, ne? Das ist so trinken können. Ausprobieren. Ich kenne mich ja auch noch null aus. Wir müssen das alles entdecken. Boah, eine Crowbar. Nice. Die ist übrigens neu. Gefütterte Stiefel können wir auch direkt nehmen. Und tragen. Da zerlegen wir mal schon alles. Ah, die Kisten sind ja wirklich groß, ne? Ja. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde es auch nicht. Ich finde es super. Davon mal abgesehen. Ja, für dich ist das bestimmt super. Aber diese Spinne, die ist ja ekelig. So. Dann können wir das nämlich nach und nach, können wir das hier nehmen zum Hochklettern. Dann machen wir uns hier nur einen Gang runter und hier vorne raus mit fetten Stahltüren und den Rest machen wir alles zu und hinten weg. Dass da keiner irgendwie halt... Also soll ich hier... Pass auf, ich baue mal hier so eine Klappe hin. Nee, wir können ja die Klappe hier nehmen, bis ganz nach unten, weißt du? So hatte ich mir das vorgestellt. Wo kommt man denn dann raus? Ich habe ja... Wir können die einfach weitermachen bis unten zum Boden. So hatte ich mir das vorgestellt, aber wir können ja doch außen machen, oder? Weil die schon da ist. Aber dann musst du wieder... Oh, ist da hinten? Da hüpft ein Zombie rum. Ich gehe jetzt einfach mal in das Haus da und guck. Keine Arbeit. Ja. Frisst die gerade das Pferd? Ich glaube ja. Oh, dieses das geht mir auf den Sack. Das nervt mich jetzt schon. Das triggert. Aber ich habe die Leiter nicht ganz bis zum Boden gemacht, Ede. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das hier noch geht. Kann auch sein, dass die Zombies da trotzdem hochkommen. Ja, ich mach meine Klappe. Ich bin ja schon dabei. Gut. So. Gehen wir einfach ein bisschen looten noch. Ah, da kommt ein Zombie. Da rennt einer. Sehe ich doch genau. Ist das hier? 1500, okay. Also die Spinne hören wir, die lasse ich aber erstmal in Ruhe. Die wird uns so zerlegen, wetten wir. Dann sehe ich, diese Musik ist schön. Die Musik gefällt mir. Ich hab die Musik aus. Mach ich für die nächste Folge mal an, dann hören wir ein bisschen was. Dann ist das nicht ganz so ruhig. Ich mag sie, ich finde sie super. Okay. Ja,
Er ist halt ein bisschen Atmosphäre, ne? Oder weißt du was? Auf jeden Fall. Wir machen die jetzt gerade mal an. Optionen, Audio, wo ist die Musik? Ich werde so ein bisschen Holz nebenbei farmen, damit wir halt auf jeden Fall was für die Nacht haben. So, 10%. Ja, kannst du machen. Ich guck hier mal. Oh, ein Stein. Yay. Oh, ein Stein. Er hat einen Stein gefunden. Das ist wie bei Charlie Brown und Weihnachten, weißt du? Weihnachten sag ich schon, Halloween so. Und ich ein Stein. Immer. Alle kriegen was Süßes und mehr. Ein Stein. Ja. So, gucken wir erstmal, was hier außen los ist. Ach, das hast du, ne? Ich wollte gerade sagen, was? Der Baum hat mich fast erschlagen. Hier ist schon eine Treppe runter. Keine Ahnung, wohin. Ich eile. Bin gespannt. Wir müssen diese Kadaver mitnehmen, ne? Zum Essen. Oh, jetzt ist der kaputt, ey. Warum zum Essen? Ja, weil da kommt Tierfett raus. Und ach, da so gibt's verrottetes Fleisch. Und das verrottete Fleisch brauche ich halt für, wow. Für Farmplots. Ist ja gar nichts drin. Ihr kannst es vergessen. Ein Stuhl zum Verbrennen. Super. bist du schon in das Haus rein? Nö. Okay, dann gehe ich da jetzt rein. Aufwachen. Können wir schon mal Leder sammeln für... Ja, bitte. Okay. Wir nehmen Knochen mit, Nitratpulver, verrottetes Fleisch. Leder halt für den, ja. Für die Schmiede. So. Bin mal gespannt. Wie wollen wir das jetzt eigentlich machen mit den Folgen? Jeden zweiten Tag hatten wir gesagt, ne? Ja. Okay, das ist in Ordnung. Jeden zweiten Tag. Ja, jeden zweiten Tag ist in Ordnung. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil wir haben ja auch noch eigene Projekte, ihr Lieben, jeder. Und sonst schaffen wir das, glaube ich, einfach nicht. Ja, das ist halt... Wenn man dann streamt, zusammen was macht, da muss man halt erstmal immer Zeit finden. Ja, und ja, dann ja, noch eigene Sachen. Halt, ne? Also, da ist der Tag ganz schnell vorbei. Ja, man hat ja irgendwo auch noch ein bisschen Real Life, ne? Man muss ja irgendwie nochmal essen, schlafen. Was ist das denn? Ist ja wohl schon im Haus. Hm? Ist ja wohl also, schon im Haus. Ich bin gerade reingegangen, ich bin einfach nur durchs Fenster reingesprungen. Okay. Da fliegt er. Da fliegt er da. Oh, Level up. Da fliegt. Kochtöpfe. Oh, die Stühle nehme ich mit. Kochtopf habe ich schon gefunden. Ja, Kochtopf haben wir schon, aber kannst du mitnehmen. Egal. Kann man ja auch noch einschmelzen. Was ja, denn, ja, wir brauchen die ja eh. Was, dass ich das noch erleben darf? Du hast den Zombie nicht gelootet. Oh ja, ich habe das noch nicht so ganz gewundert, dass man die jetzt looten kann. Ist halt wieder wie früher, ne? Da konnte man sie ja auch looten. Ja. Das ist schon lange her. Aufwachen, gibt aufs Maul. Ja, wie viele Bilder hängen hier drin? Wir nehmen das Fleisch natürlich mit. Der Zombie braucht noch ein bisschen, bis er sich da durchballert. Ja, der braucht noch ein bisschen. Ich glaub's auch. So. Wie gesagt, die Mod ist ab Ende des Monats erhältlich, aber... Hat er nicht mitgekriegt. Was hast du getan? Nix. Ja. Hat mir wieder ich hab alles... nur einmal den Block repariert, wo du drauf rumgehämmert hast. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist die Mod dann erst auf dem Discord von zwei Leuten verfügbar. Aber da frage ich nochmal nach. Und wenn ja, dann tue ich euch dann ab Ende des Monats, wenn sie frei erhältlich ist für alle, die Links dahin schicken, sodass ihr die da runterladen könnt. Schon wieder kaputt hier. Also ganz leise hört man die Musik. Ich glaube, ich muss die ein bisschen lauter machen. Optionen, Audio. So, 30%. 30% ist in Ordnung. Was bist du denn? Beatcop. Ups. Was? Beatcop. Oh, ein Waffenschrank. Yeah. Oho. Will ich den jetzt wirklich aufmachen mit einer 1er Steinaxt? Nein, willst du nicht. Den Lock, den Tresor auf. Ich hab keine Lockpicks. Verdammt. Ich hab Lockpicks. Echt? Dann komm mal her und mach auf. Ich bin ja gerade auch schon einmal aufmachen. Warte kurz. Gut, dann klopfe ich noch was jetzt weiter rum. Da nicht. Schneller! Warte mal, 9, wenn 40, das hier klappen 6, würde, dann 9, würde ich da 13. auch schneller vorbeikommen. Wenn der Lockpick nicht immer kaputt gehen würde, hier dieses Drachsteil. Oh, okay. Brauche ich nicht.
Lol. Also wissen wir das schon mal. Mit der Brechstange mache ich. Ob das so sein soll? Wo hast du die denn her, die Brechstange? Habe ich gefunden im Auto. Aber die macht pro Schlag 600 Punkte weg. Ja, ich glaube, das soll nicht so sein. Da muss ich direkt mal. Dann kannst du bitte mal herkommen und das hier aufhauen. Ja, kann ich machen. Warte, guck her. Gucken, ob das bei dem hier auch ist. 1899, ja, 1350. Okay. Können wir schon mal direkt aufschreiben und melden. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Ein bisschen viel, ne? Ja, wobei an sich ist es ja nicht verkehrt. Ja. Ich merke es mir und leite das nachher weiter. Dann kann der Mod-Hersteller ja selber entscheiden, ob das so sein soll oder nicht. Ja. Oh, hier ist noch einer. Ich erst mal an. 1, 2, 3, 4, das ist schon hilfreich. 5 Schläge. Ist drin Handwickel und Silberklumpen. Okay. Handwickel! Ja, Handwickel. Ich hab einen Bogen gefunden. Hier ist eine Kiste. Hier ist auch nochmal ein Tresor, ne? Okay, ja, ich komme jetzt zu dir. Also das ist schon echt heftig. Das ist ein bisschen viel, finde ich. Oh, Eisenbrustpanzer. Nice. Was ist los? Ich brauche Benzin dafür. Aha, müssen wir gleich mal zu Hause machen. Motorsäge gefunden. Ja, irgendwie so. Ich habe einen Hut für dich gefunden. Ach, das ist die neue. Ja, voll geil. Ja. Oh, die ist echt, die ist krass. Die ist krass, kann ich dir sagen. Ja. Aber das hat ich nicht viel. Ich habe sogar zwei gefunden. Gebraucht. Zwei ich Stück? Auch eine haben. Holy shit. Willst du auch eine haben? Zerbrochen ist Guck mal hier. Lol. Das ist so eine Kreissäge. Also der Tresor ist offen, ne? Oder hast du schon gelootet? Hab ich schon. Okay. Was denkst du denn? Hallo? Ja, Nahkampfschaden 88. Also die ist doch nicht wirklich, super dass ich das für Blöcke. Kann man ja anders sagen. Auf dem Dach ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Oder geht's hier irgendwo hoch? Ah, ich traue dem Braten nicht so. Ich baue mir hier mal gerade eine Treppe nach oben. Wir wissen, ob was unterm Dach ist. Gucken wir mal. Weg damit. Da oben noch irgendwas ist. Weil das so spitz und groß ist, da könnte noch irgendwas sein. Also ihr seht, der Edel leert eh wieder nicht alles. Also ich kann eigentlich immer nachdenken. Das musst du wissen. Ich habe einen Puffermantel gefunden. Ist doch gut. Ich glaube, die College-Jacke ist die beste. Die wollen mich hier verarschen. Das ist gut. Danke. Bitteschön. So, einfach gucken, was hier ist. Ah, da ist noch was. Das hier machen wir noch weg. Wenn da dann wieder nichts ist, dann können wir gerade hier skillen wieder. Bei der Edel. Bam, bam, bam. Das hier wäre vielleicht ganz gut. Stärke Level 3. Und Tyrannosaurus wieder skillen. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Packesel 3 schon. Da können wir nämlich viel schleppen. Wie du hast Packesel schon Level 3? Du hast mehr als ich. Das ist ja unnormal. Ja, damit ich nicht überladen bin und vor den Spinnen laufen gehen kann. Super. Expert Smelter. Ach nee, was ganz wichtig ist, ich Idiot. Man kann ja hier auch skillen hinten. Im Prestige, glaube ich, ist das, ne? Wir können hier ja auch wieder XP skillen. Wir müssen nur gucken, wo. Oh. Mining Mobility. Da kannst du schneller laufen. Irgendwo war das. Hitzeresistenz, Kälteresistenz, mehr Gesundheit, mehr Ausdauer. Das ist gut. Damage Resistance, ich denke mal, die hier, die werden ganz, ganz wichtig werden. Weniger Stamina-Verlust. Was ist das denn hier? Stamina Regen, also wenn man hier Vigor, Constancy und so weiter alles skillt, denke ich mal. Alter, huiuiuiui. Stone Ore and Lumber. Gucken wir mal das hinten, das Fütchen. Das hier muss man finden, das kann man nicht skillen. Das ist der Walking Dead-Modus. Hallo, Herr Zombie. Ich weiß gar nicht, ob wir da die XP hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt ist. Keine Ahnung. Hallo, Klumpi. Herr Klumpi. Klumpi? Was? Expert Smelter. Naja, was soll's. Ich gucke jetzt erstmal. Dann nehmen wir erstmal hier hinten irgendwo. Resistance, Cold Resistance.
Mehr Gesundheit? Nee, Stamina. Hier, Stamina können wir nehmen. Mehr Stamina. Das ist gut. Wir nehmen auch hier rein. Die kann man übrigens so scalen, wie es aussieht. Funktioniert aber nicht. So, jetzt haben wir schon 129 Ausdauer. Können wir weiter und schneller rennen. Oh, wir haben 19 Uhr. Echt jetzt schon? Ja, irgendwie ist das mit dem Tag nicht so... Vielleicht ist es doch noch auf 60 Minuten. Das könnte sein. Könnte durchaus sein. Aber das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch nach Hause, laden uns aus. Ja. Und ich würde sagen, das braucht ihr auch gar nicht mehr sehen, weil wir laden das nur noch aus. Dann war es das für diese Folge gewesen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Mod bis jetzt findet und ob ihr euch freut, mehr zu sehen. Das würde mich sehr interessieren. In diesem Sinne, tschüssi!